So, hallo, willkommen zurück bei RimWorld. Ich bin der Turbo und wir machen wie üblich genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir hatten ein wenig Stress mit einigen Piraten, die uns besucht haben, und gleich in großer Anzahl und mit recht großen Feuerwaffen bei uns auftauchten. Und zwei unserer Kolonisten wirklich sehr übel mitgespielt haben. Warum nimmst du nicht die Medizin, die hier liegt, und verwendest die bei Katze? Das wäre sehr nett. Maulwurf ist zwar noch nicht vollständig verarztet, aber wir haben einfach zu wenig Medizin momentan. Und ich möchte gern beide zumindest grundsätzlich mit Kräutermedizin verarztet haben, wissen. Damit wir das Risiko von Infektionen schmälern können. Dann haben wir hier noch so einen Hund, der ebenfalls Aufmerksamkeit benötigt. Und wir brauchen unten diese Heilwurzeln. Die brauchen wir jetzt langsam wirklich dringend. Cosmo da draußen. Den haben wir das letzte Ende der letzten Folge vom Himmel. Ist er uns ja vom Himmel auch direkt auf den Schoß gefallen. Und wir haben ihn dummerweise gerettet und verarztet, was uns nicht nur viel Medizin gekostet hat, sondern auch einen dankbaren, völlig unnützigen Charakter, den wir nicht sinnvoll einsetzen können, gebracht. Und ich bin ganz froh, dass er jetzt eigentlich da liegt, denn so können wir ihn ohne schlechtes Gewissen tatsächlich sterben lassen. Also, naja, er verblutet jetzt fleißig vor sich hin. Verdammt, er verblutet nicht mehr. Er liegt einfach nur rum und stirbt nicht. Gah! Wie kriege ich diesen Mann wieder los? So, sind die jetzt beide verarztet? Eigentlich nicht, es tut mir leid. Frosch, du musst wieder aufstehen, auch wenn du jetzt echt gerade Besseres zu tun hättest. Und du wirst den Hund noch verarzten müssen. Dingo hingegen. Dingo hatte auch noch leichte Verletzungen. Das heißt, um die wird sich Frosch auch noch kümmern müssen. Und das alles machen wir komplett ohne Medizin und das ist nicht gut. Denn so ist natürlich unsere Behandlungsqualität unterirdisch. Und wir steigern dadurch natürlich erheblich das Gefa die Gefahr von Infektionen. Und natürlich auch von Narben, die für immer bleiben. Und gerade die Narben sind natürlich etwas unschön, denn sie sorgen dafür, dass die Leute Schmerzen haben, permanente Schmerzen, die nicht mehr weggehen. Und das drückt natürlich immer auf die Stimmung, auf die Leistungsfähigkeit, auf die Effizienz. Brauchen wir alles nicht. Deshalb brauchen wir diese Medizin. Dringend. So, wir haben hier natürlich noch einen potenziellen Überlebenden. Und den habe ich mich jetzt noch gar nicht gekümmert. Ein guter Konstrukteur. Mediziner haben wir, wie gesagt, schon extrem viele. Er wäre auch ein vernünftiger Bergbauer. Er wäre Optimist und Nachteule. Der wäre tatsächlich gar nicht so schlecht für uns. Er hier ist tot. Er hat uns zumindest mal seine Waffe da gelassen. Ich hätte auch gern die Uzi gehabt, die der andere Pirat dabei hatte, aber das war leider nicht zu machen. Wie lange lebst du denn noch? Tot in 5,5 Stunden. Wir haben kein Gefängnis momentan. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal 3 gerade sein. Und er darf jetzt fleißig vor sich hin verbluten. Sobald wir ein richtiges Gefängnis haben, kümmern wir uns auch wieder um solche Fälle. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, sind Gräber. Wir haben zwar noch 2, wir werden aber 3 brauchen. Hier einfach komplett lieblos in die Gegend klatschen. So, da wir nicht die Kleidung von Toten wollen und die ist auch extrem wenig wert bei Händlern, schieben wir ihn einfach so in die, ohne ihn auszuziehen, direkt ins Grab. Und Martha, der zwar noch lebt, hat leider keine Kleidung, die wir ihm ausziehen könnten. Ich finde das super. Na gut, bei diesen Temperaturen ist irgendwie verständlich, dass die Leute nackt rumlaufen. Und eine Gruppe Hunde hat sich uns angeschlossen, so wie es aussieht. Das ist sehr schön für sie. Wir haben nur halt leider auch hier relativ wenig Verwendung für sie, denn sie fressen sehr viel und können halt als einziges, was sie sinnvoll können, gelegentlich hin und her tragen.
Das heißt, das Erste, was wir mit ihnen machen werden, ist, sie verkaufen an den nächstbesten Händler, der sie kaufen will. Und solange geben wir ihnen hier mal eine Möglichkeit, sich auszuruhen. So, wir haben immer noch den bewusstlosen Kolonisten. Und Katze ist kurz vorm Zusammenbruch. Ich kann mir gar nicht denken, warum. Sie mag ihre Umgebung nicht und hat starke Schmerzen. Es tut mir leid für sie, aber sie wurde halt öfters mal angeschossen in diesem Kampf. Und hat eine zertrümmerte Rippe, die sich nicht mehr erholen wird. Sie kann wahrscheinlich nur froh sein, dass sie noch atmet. So, unserem lieben Haustierchen geht es auch ganz gut wieder. Dann hoffe ich, dass wir jetzt demnächst mal diesen Höhlenausbau da oben weiter treiben können. Okay, er ist inzwischen verblutet. Man könnte natürlich seine Leiche mal wegtragen. Aber der Großteil unserer Kolonisten ist halt momentan anderweitig beschäftigt. So, hier brauchen wir kein Krankenbett mehr. Dingo hat sich nämlich schon wieder erholt. Eine schwere Krankheit. Das ist nicht gut. Wer hat denn diese schwere Krankheit? Ist das Cosmo? Cosmo hat diese schwere Krankheit. Jetzt hör auf, ihn zu retten. Na, komm schon. Eieiei. Oh, warte. Warte. Du willst so er verblutet in 12 Stunden. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel graben oder so? Was du gerade mal tun könntest? Forschen vielleicht? Sachen hin und her tragen? Bäume pflanzen? Das kannst du tun. Los, tu das. Oder Leute beerdigen. Los, tu das mal. Bring mal die Leute weg, bevor sie anfangen zu müffeln. Jetzt verarzt sie ihn ja doch. Das war irgendwie zu erwarten. Und wahrscheinlich ist es jetzt zu spät. Jetzt bitte überleben. Nein, er hat noch 14 Stunden Zeit. Können wir nicht sagen, ihn nicht zu behandeln. Na, hier können wir nur sagen, dass er keinerlei medizinische Versorgung. Das ist gut. Dann hat sich das Problem in einem halben Tag erledigt. Er kriegt nochmal seine letzte Mahlzeit. Damit er nicht ganz hungrig stirbt. Oh mein guter Malwurf, du hast in dem letzten Kampf wirklich Gutes für uns getan. Du hast sämtliche Kugeln abgefangen, die irgendjemand hätte fangen können. Wahrscheinlich jede einzelne. Und das wird eine Weile dauern, bis das wieder gut ist. Immerhin, er hat keine Körperteile verloren. Ist alles noch dran. Das heißt, er wird wieder wie neu. Hoffentlich. Wahrscheinlich bleiben nur 3 Dutzend Namen. Zumindest unserem Hund geht's auch wieder gut. Das hört man gerne. Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Gruppe Hunde geworden, die sich da unten uns angeschlossen hat? Laufen die da immer noch irgendwo rum? Wo sind die denn? Sollt ihr nicht langsam zu uns kommen? Sie laufen da rum. Oh, sie begeben sich jetzt tatsächlich zu uns, wahrscheinlich weil sie Hunger haben. Haben sie die Schlafplätze angenommen. Unsere gute mordende Katze. Wie heißt sie denn? Prince und Dots. Dots, more Dots. No, we don't need more Dots. Stop Dots. So, in 4 Stunden hat sich das Problem erledigt. Gott sei Dank. Und Maulwurf, naja, Maulwurf ist auch kurz vorm Zusammenbrechen. Dieser Kampf hat uns wieder alles abverlangt. Und seine starken Schmerzen und der große Hunger tun ihr Übriges. Da allerdings das Bett hüten muss, ist er auf die Pflege anderer angewiesen. Und Katze schläft im Kühlschrank ein. Wieso eigentlich? Du warst eigentlich gar nicht so müde, dachte ich. Cosmo ist an Blutverlust gestorben. So, was Trauriges, aber auch Menno. Das ist jetzt voll Moppelkotze.
tut mir richtig leid. Und ich höre, hoffe, man hört die Ironie in meiner Stimme raus. Und tschüss. Ach, Gott sei Dank. Sind wir ihn los. Wow, und wir haben hier ein offensichtlich sehr einmaliges Erlebnis, nämlich ein Regen in dieser Umgebung. Das kommt selten vor. Das dürfte sich bestimmt positiv auf unseren Pflanzenwachstum auswirken. So, das läuft alles sehr gut. Und sobald wir die ganzen Bäumchen hier gepflanzt haben, werden auch hoffentlich mal die Nahrungsmittel ins Lager getragen. So, wir haben ein verrücktes Tier. Ein Eichhörnchen, das verrückt geworden ist und uns angreift. Ja, das ist natürlich ähnlich auf einer ähnlichen Gefahrenstufe wie der marodierende Mob-Piraten, der uns eben angegriffen hat. Vier Leute teilweise mit Sturmgewehren bewaffnet und ein verrücktes Eichhörnchen. Da müssen wir uns jetzt natürlich hart verteidigen. Ich denke, das wird eine Tat für Dingo. Der darf sich jetzt mal mit diesem Tier auseinandersetzen. Gib ihm. Du wirst es schon machen. Ende der Geschichte. Leg dich mal ein bisschen hin, bis es wieder besser ist. Die Kratzer weg sind und hoffentlich nicht wie beim letzten Eichhörnchen, dass wir sofort wieder sämtliche Infektionen davon tragen, die wir dieses kleine tollwütige Tierchen uns beibringt. Gut, das sind die letzten Bäume, die hier gepflanzt werden. Die dürfen jetzt erstmal fleißig wachsen, das dauert ja eine gewisse Zeit. Allerdings ist auch für die... Oh nein, jetzt keine Fäulnis. Nein, unsere Heilpflanzen! Unsere Heilpflanzen! Nein, unsere Heilpflanzen sind dahin! Ah, das ist jetzt natürlich ein herber Rückschlag. Hätten wir nicht gebraucht. Auf die meisten Nahrungsmittel hier hätten wir jetzt verzichten können. Davon haben wir genug. Da liegt genug rum. Der Mais hat ziemlich lange gebraucht, aber auf den hätten wir auch verzichten können. Aber die Heilpflanzen, das ist ein herber Schlag. Das ist sehr bitter. Das heißt, wir müssen im Bereich der medizinischen Versorgung wieder ganz von vorne beginnen. Bitter, bitter. Und es hat natürlich alle Pflanzen erwischt. Nicht, dass es sich jetzt, dass sich die Schädlinge nur auf eine Pflanzensorte oder auf wenige Pflanzensorten begnügt hätten. Nein, sie haben natürlich gleich alle mitgenommen. Und schon kippt natürlich die Stimmung wieder. Wem geht's denn diesmal schlecht? Dingo. So, eigentlich hässliche Umgebung, starke Schmerzen, sehr heiß. Dabei haben wir gar keine Hitzewelle. So, Katze schläft draußen. Ja, weil Dingo ihr medizinisches Bett gerade gebraucht, weil Dingo eigentlich ein eigenes Bett hat. Deshalb machen wir das Krankenbett hier wieder weg. Das ist jetzt Katzes neues Bett. Ja, ich weiß, haben wir dich zweimal aufgeweckt, aber das ist schon in Ordnung so. Und Dingo nimmt jetzt erstmal das tollwütige Eichhörnchen, um daraus eine Rinderwahnsinnswurst zu machen. Sehr lecker. Soweit so gut. Maulwurf dürfte es auch inzwischen wieder besser gehen. Das ist fast alles verheilt. Leider hat gerade das haben die Good Vibrations aufgehört und das bedeutet, unsere Kolonisten, vor allem die männlichen eben, sind wieder etwas weniger glücklich. Das ist sehr schade. Und ich sehe gerade, wir haben kein Holz mehr. Wir haben kein Holz mehr, um Nahrungsmittel zu braten. Das heißt, wir müssen heute mit den 6 Stück auskommen, die wir haben. Und ansonsten mal wieder ein bisschen Holz klopfen. Wobei wir ja eigentlich noch eine Menge Holz rumliegen haben. Also tragen hat gerade nicht so die höchste Priorität. Wir hatten ja die Hölzer hier nochmal anzupflanzen. Und danach mussten wir alle Pflanzen hier erstmal wieder neu sehen. Das müssen wir immer noch tun. Eine freundliche KI aus der Vergangenheit hat dich kontaktiert und erzählt uns, dass es ein Sternenschiff dieses Planeten gibt. Das ist sehr nett von diesem Sternenschiff. Leider haben wir keine Ahnung, was ein Sternenschiff ist. Denn wir sind ja dumme Höhlenmenschen. Oder, Verzeihung, noch nicht technologisch so weit vorausgeschrittene Höhlenmenschen. Deshalb schön für die KI. Die sucht sich wahrscheinlich auch eher andere Reisende,
die mit ihr reisen können und möchte mit uns vielleicht gar nichts so wirklich zu tun haben. Wir lassen es also einfach mal sein. Wir werden da eh nicht hinreisen. Das habe ich vor einiger Zeit mal probiert, zu dieser KI zu reisen. Sie war leider so ziemlich auf den entgegengesetzten Seiten des Planeten und Homers Odyssee wäre gar nichts dagegen gewesen. Ich habe den Weg nicht bis zu Ende beschritten. Nachdem ich dann mir eine vierte Siedlung gebaut hatte und gefühlte 20% der Strecke zurückgelegt hatte, habe ich dann doch einfach den deutlich einfacheren Weg gewählt, das eigene Sternschiff zu bauen. Natürlich auch mit Höhlenmenschen, das heißt, es hat eine Weile gedauert, bis das alles erforscht war. Und es war definitiv die bessere Entscheidung. So, wir haben hier ein neues Liebespaar. Maulwurf und Dingo. Oh, da sieht man jetzt viele neue Herzchen fliegen. Das ist schön für uns. Das bedeutet nicht nur, dass wir sie später mal in ein gemeinsames Bett stecken können, sondern es ist natürlich auch wunderbar für die Stimmung. Von daher, alles gut. Genau, jetzt haben wir endlich mal die Zeit, die Nahrungsmittel hier ins Lager zu bringen. Frosch kann endlich mal seiner Haupttätigkeit, nämlich dem Tragen, nachkommen. Und wie schon gesagt, wir haben jetzt noch eine Nahrung da drin, weil uns das Holz ausging. Und da es ja so fleißig regnet, sind natürlich alle Leute bei uns, die nur diese ultra hohen Temperaturen gewöhnt sind, natürlich erstmal alle krank geworden. Sie haben sich die Grippe zugezogen. Das ist natürlich jetzt weniger gut, denn wir haben nach wie vor keine Medikamente in irgendeiner Art. Was machen wir jetzt mit euch? So, wer hatte das? Dingo und Frosch. Dann muss ich euch leider bitten, erstmal das Bett zu hüten. Und das ist natürlich dumm, das ist denn Dingo ist unser Koch. Und wir werden diese Nahrungsmittel brauchen, sonst müssen wir anfangen, wieder rohe Kartoffeln zu essen. Definitiv auch kein Spaß. Da hilft auch Maubos fleißiges Steineklopfen nicht. Vielleicht wäre es erstmal jetzt übrigens besser, wenn das erstmal sein lassen könnte. Und stattdessen sich wieder eher an den Forschungstisch gesellt, um mal das Schmieden fertig zu erforschen. Denn wir haben eine kleine Menge Stahl, die wir in vernünftige Waffen investieren könnten. Ich meine, Knüppel ist gut, aber es gibt bessere. Und die könnten wir dringend gebrauchen. Ja, dann hoffen wir, dass die Krippe sie nicht dahin rafft. Denn auch die kann äußerst gefährlich werden. Und so ohne die richtige medizinische Behandlung, und die können wir ihnen halt leider nicht zukommen lassen, könnte das schlimm ausgehen. Das wäre natürlich ein herber Schlag für uns, würden zwei Leute verlieren. Und wir können nichts dagegen tun. Es kommt davon natürlich, wenn man in Höhlenkleidung durch strömenden Regen die ganze Zeit läuft. Und dass man uns schützen kann gegen den Regen. So, und schon heißt es rohe Kartoffeln essen. Lecker, lecker. So, wir haben eine Grippeinfektion von 37%, die Immunität ist 43%, das heißt, wir sind dem Ganzen noch voraus. Hoffen wir, dass es so bleibt. Und das nenne ich mal eine Liste von Abturnern, von Dingen, die ihm nicht gefallen. Er wurde noch beleidigt und ist sowieso pessimistisch und hat Schmerzen und ist krank und es ist sehr heiß und sein Hospital sieht furchtbar aus und wir haben diesen eingestorbenen Kolonisten, den keiner mochte, und er vermisst immer noch sein Haustier und so weiter und so fort. Das ist natürlich echt viel, was auf ihn reinprasselt. Und das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist ein Überfall. Das wirklich allerletzte, was wir brauchen, ist ein Überfall von Leuten mit Sturmgewehren. Sie wollen wohl offensichtlich sehen, was mit ihrem Spätro passiert ist. Und das heißt, alle Leute mit Grippe stehen jetzt erstmal auf. Begeben sich auf Kampfposition. Und hoffen wir auf das Beste. Die Sache wird nicht gut ausgehen, das kann man jetzt schon sehen.
Sie machen sich wahrscheinlich gerade jetzt für den Angriff bereit. Kommt gleich auf uns zu. Schauen wir uns die Jungs doch nochmal an. Wir haben 3 Leute mit Gewehren, 2 davon mit Automatikwaffen. Nur einer davon hat ein Messer. Gut, sie streiten sich immerhin schon. Hoffen wir, dass das... Es wäre extrem schön, wenn es bei ihnen gerade mal eskalieren würde. Aber ich fürchte, wir würden jetzt gleich gewaltig um unser Leben kämpfen müssen. Natürlich, wir kämpfen immer um unser Leben in diesem Spiel, aber jetzt wird es richtig ernst. Vielleicht ist es nicht so clever, dass sie hier in zweiter Reihe stehen. In der letzten Schlacht kamen sie ja von der rechten Seite. Lustigerweise haben wir niemals dieses Sturmgewehr eingesammelt. Das wäre hilfreich gewesen, glaube ich. Es ist jetzt ein bisschen spät. Das war schon ein Schuss, der nah dran war. Ich hätte Dingo gesagt, er solle rübergehen, aber natürlich wurde ihm erstmal den Fuß geschossen, nachdem er auf der halben Strecke war. Deshalb bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als hier auf offener Fläche zu kämpfen. Und schon liegt der Erste am Boden. Und wir haben einen Toten. Maulwurf ist tot, das ist äußerst schlecht. Das ist äußerst schlecht. Dingo liegt. Frosch ist immerhin noch am Leben. Sie ziehen sich zurück. Ah, wir haben Maulwurf verloren. Das ist nicht gut. Das ist tatsächlich ziemlich furchtbar. Was hat dich denn da hingerafft? Viele Schüsse in den Oberkörper. Tja, was soll man da machen? Wir haben nur sehr viele verletzte Leute und wir können... Oh, verblutet in 7 Stunden. Verblutet zwar nicht. Verblutet auch nicht. Katze auch nicht, aber Zebra geht's ziemlich mies. Dann brauchen wir jetzt ganz viele Krankenbetten. Und Frosch, so leid es mir tut, du musst jetzt erst Dingo retten. Von den Angreifern hat keiner überlebt, das heißt, wir können auch keine Gefangenen nehmen. Und Frosch, du wirst dich erst um Zebra kümmern müssen. Du wirst dich erst um alle kümmern müssen. Drücken wir das so aus. Und das Ganze bitte mit abgerissenen Ärmeln als Verbände. Du tust dein Bestes. Das Füttern kommt später. Wir haben ja auch keine richtigen Nahrungsmittel mehr zurzeit. Um das Behandeln der Tiere kümmern wir uns erstmal nicht. Die müssen jetzt erstmal kurz mal gucken, wo sie bleiben. So, die Krippe haben... Wir haben ja immer noch die Krippe am Laufen. Die unsere Leute malträtiert. Das ist ja auch überhaupt gar nicht hinderlich jetzt gerade. So, jetzt musst du schlafen gehen. Und jemand anders muss dich heilen. Frosch. Das Dumme war, dass Maulwurf unser zweitbester Mediziner war. Also muss es Katze machen. Und Katze ist nicht wirklich gut darin. Und dann bleibt eigentlich momentan nichts anderes zu tun, als da liegen zu bleiben, bis wir alle wieder halbwegs auf dem Damm sind. Jetzt halt eben noch zu viert. Oh ja, und die Klimaanlagen darin sind ja inzwischen kaputt. Sie sind ja nach 5 Tagen ausgelaufen. Genau wie die hier drin. Das bedeutet, in den Innenräumen ist es jetzt wieder äußerst unangenehm. Und Katze, die sich so fleißig um alle gekümmert hat, dreht jetzt total durch. Und fängt an, andere Leute, vor allem unsere Katze, anzugreifen. Unsere mordlustige Katze. Sie hat ja am allerwenigsten getan. Katze, auf die Katze anzugreifen. Und den Hund. Tja, ich würde das jetzt ja gerne ein bisschen beschleunigen, aber leider, solange sie auf ihrem Todesmarsch ist, kann ich das leider nicht.
Kann ich nicht gutheißen, Katze, dass du Katzen schlägst. Oder Tiere allgemein. Zumindest nicht unsere Haustiere. Finde ich nicht in Ordnung. Darüber reden wir noch, wenn es dir wieder besser geht. Das Dumme ist, ich würde dich jetzt auch furchtbar gerne ins Bett schicken, um dich wieder zu kurieren. Also, solange es dir nicht gut geht, läuft da nichts. Oh, und Zebra ist auch rasend verwut und jetzt verprügeln sie sich noch gegenseitig. Das hilft überhaupt nicht. Und ich kann sie nicht beruhigen. Tja, ah, Zebra ist wieder ruhig. Ja, gut, natürlich ist sie ruhig. Sie liegt ja auch am Boden. Das Problem ist, sobald ich jetzt irgendjemanden um die Ecke schicke, um Zebra zu retten, wird Katzen natürlich sofort wieder attackieren. So, Dingos. Krippe wird sich verändern. Er hat inzwischen einen extremen Hitzschlag, weil es so heiß ist und wir keine Kühlung mehr haben. Dazu verhungern die Leute noch und so weiter und so fort. Eieiei. Achso, er ist auch inzwischen nicht mehr in der Lage zu laufen. Dann musst du zumindest Zebra retten. Und ich weiß, du bist ziemlich... Nein, halt, Frosch war noch unser guter Heiler. Tu mir den Gefallen und heile Zebra wieder. Katze hat sich beruhigt und... verarzt erstmal. Und Zebra hat eine Wundinfektion. Und Frosch, der eigentlich am Verarzten war, ist inzwischen auch zusammengebrochen und wandert umher. Das sieht mir sehr nach dem Ende aus. Ich glaube nicht, dass wir daraus wieder... dass wir uns aus dieser Grube wieder rausheben können. Unser Hund ist gestorben. Unser Anfangshund. Ein Blutverlust, aber wie schon gesagt, wir haben uns auch nicht um unsere Tiere gekümmert, denn wir wollten erstmal gucken, dass unsere Leute durchkommen. Die Tiere sind leider da erstmal zweitrangig. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht furchtbar schlecht aus. Du hast immer noch ziemlich viele unbehandelte Wunden. Du kannst nicht gehen. Also Dingo kann nicht gehen. Zebra kann zwar gehen. Hat aber auch Wundinfektionen, die nicht behandelt werden. Und Katze hat ziemlich viele unbehandelte Wunden. Maulwurf ist tot. Frosch kann nichts mehr tun, weil er verwirrt umherläuft. Die Nahrungsmittel sind das Ausgang. Das heißt, wir dürfen auch nur noch, können auch nur noch rohe Nahrungsmittel essen. Es ist unerträglich heiß drinnen und draußen. Das wird nur interessant, sobald der nächste Angriff kommt, in irgendeiner Art und Weise, werden wir uns leider schlagartig ergeben müssen. Aber bis dahin schauen wir einfach noch, was geht, denn wir ziehen das Ganze einfach durch, bis zum bitteren Ende. Dingo, wie sieht's denn mit deinem Hitzschlag aus? Irgendjemand muss sich nämlich um Katze kümmern. Immer noch extrem. Aber Katze verarztet erstmal Zebra, obwohl es ihr selbst so schlecht geht. Das nenne ich mal fürsorglich. Obwohl die Behandlungsqualität sehr unterirdisch ist. Behandlungsqualität von 0%. Das ist wirklich ziemlich schlecht. Die Wundinfektion ist inzwischen schwer geworden. Das werden wir wahrscheinlich, wird sie wahrscheinlich nicht überleben. So, Dingo, wie geht's dir denn? Immer noch der extreme Hitzschlag. Dazu die Grippe. Keine Chance, dass der Mann aufsteht. Und ich weiß, Frosch, dass es uns gerade ziemlich schlecht geht, aber es wäre echt gut, wenn du dich mal beruhigst. Und dich um so ein paar Kolonisten kümmerst. Denn sonst ist hier Schicht im Schacht. Katze, du musst ins Bett. Dringend. Und Zebra wird dich verarzten müssen. Ah, die das allerdings gar nicht kann, weil sie keinerlei Arztfähigkeiten besitzt. Das ist äußerst dramatisch traurig. Das heißt, sie kann wirklich nichts tun. Und sie muss komplett ohne Verarztung in irgendeiner Art und Weise jetzt überleben.
Tja, furchtbar unspannend, da wir einfach warten müssen, bis es hier weitergeht. Bis entweder Dingo wieder laufen kann oder Frosch sich beruhigt hat. Dazu diese fröhliche, spannende, entspannende Musik. Allerdings muss ich sagen, diese Folge ist damit hier beendet. Wir machen das nächste Mal weiter und schauen mal, ob wir es noch weitere 30 Minuten durchhalten oder ob es das dann war. Es bleibt dazu spannend. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch ein bisschen weiter. Einfach mal abwarten. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao.